Sie haben ja gewusst, was Sie tun. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, bei vollem Verstand. Sind Sie minderjährig oder geistig nicht gesund? Habe ich Sie nicht gebeten, sich die einzelnen Punkte des Vertrages genau durchzulesen? Also, Lohnpfändung natürlich, was denken Sie denn? Aber ja, das kann ich sofort machen. Heute noch. Psst! Wieder fackelig lange? Was wollen Sie? Den Vertrag anfechten? Ja, glauben Sie eigentlich, Sie kriegen Geld geschenkt? Das ist mein letztes Wort. Ich erwarte Ihre Zahlung heute, spätestens morgen. Ja, hören Sie. Hallo. Hallo. Ist denn so etwas möglich? Aufgelegt. Hage, Joachim, legt einfach ab. Bei dem machen wir jetzt fertig. Bereiten Sie alles vor, wir Dame. Dem ersparen wir nichts. Legt auf, der Mensch. Der soll mich jetzt kennenlernen. Ja, können die Leute denn lesen? Steht doch drin, was Sie erwartet, wenn Sie nicht zahlen! Wo kommst du denn her? Sie hat doch Berufsschule gehabt. Berufsschule? Ich möchte nur wissen, wozu das gut ist. Winterhammer. Ja. Lesen Sie eigentlich die Briefe, die sie schreibt? Sie macht noch ein paar Fehler, aber ich kontrolliere sie immer und diese sind schon fehlerfrei. Ja, weil Sie sie geschrieben haben. Meinen Sie, ich merke das nicht? Ihr Anschlag ist doch ganz anders. Berufsschule. Und wer bezahlt die Zeit, in der sie doch nichts lernt? Ich bezahle sie! Hol mir wenigstens ein Bier. Wir haben kein Bier mehr oben. Einmal, da soll sie von unten Bier holen, aber sofort. Jawohl, Herr Mensch. Und Sie bringen die Briefe zur Post. Ja. Eingeschrieben, versteht sich. Ja, hast du gehört? Hol Bier für Herrn Mensch, 6 Flaschen. Nimm die Tasche. Hast du Geld? Verschwinde schon. Ja, ich muss ja doch erst. Sie hat doch kein Geld. Die Tasche ist in der Küche. Soll sie nicht auch gleich die Anzeigen mit zur Zeitung? Was? Haben Sie das noch nicht gemacht? Nee, ich hatte doch noch nicht eine Minute Zeit. Also, dann auch zur Zeitung. Ja. Wo ist denn das Muster? Nehmen wir die gleiche wieder. Ja, die gleiche. Das heißt, Kredit. Das darf nicht in der Überschrift stehen. Nicht Kredit, sondern Bargeld. Ja. Oder noch besser, sofort Bargeld. Und das so groß wie möglich. Wer das liest, muss den Eindruck haben, dass es kein Problem ist, Geld zu kriegen. Ist es ja auch nicht. Hast du gehört? Also, die Überschrift neu und die Schrift etwas größer. Wenn die verstanden hat? Sie macht das schon. Mensch. Ach ja, natürlich. Persönlich, ja. Das ist selbstverständlich. Kein Problem. Was sind Sie? Fest angestellt? Selbstverständlich. Und Ihr Name? Schling. Nein, nur ein Lohnstreifen. Hm? Mehr nicht. Aber Sie können sofort kommen, Herr Schling. Ist
Ja, ja. Du, danke, dass du meine Briefe noch mal geschrieben hast. Ja, wer hat es gemerkt? Er sollte es nicht merken. Oh. Anschlag. Ich habe einen stärkeren Anschlag, auf was denn nicht alles kommt. Ja, nun geh mal zu, nicht? Ja, und das Bier? Ja, das hole ich doch, habe ich doch gesagt. Okay. Bist du schon fertig? Ja, da war nicht viel Betrieb. Hast du das Bier? Ja, das hab ich, aber ich muss noch mal zur Post. Ich hab die Briefe vergessen. Dass er uns ja nicht verdurstet. Er kriegt immer Durst, wenn er sich aufregt. Ich auch. Ich krieg dann einen ganz trockenen Hals und kann die Zunge nicht mehr bewegen. Die Zunge nicht mehr bewegen? Ja, ich bin dann wie... Ja, ja, ich weiß, wer du bist. So? Ja, ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Ist die blass? Ja, die ist blass. Tür ist offen. Ja. Herr Mensch, warte hier. Bitte, bleib da stehen. Herr Mensch ist... Ist da die Polizei? Harry, komm, ja? Schaften weg. Ja, machen wir gleich. Habt ihr die Tatwaffe gefunden? Nein, noch nicht, aber wir haben noch nicht alles durchsucht. Geld? Nur ein paar 10-Mark-Scheine. Die lagen auf dem Boden. Ach, da liegt noch einer auf der Lehne. Sonst ist alles ausgeräumt. Was ist mit dem Mann, mit dem Mädchen? Angestellte. Ja. Die haben die Toten gefunden. Ich bin Buchhalter. Na, das heißt, Herr Minsch hat mich als Buchhalter angestellt. Ich bin es nicht. Ich habe nur die Arbeit eines Buchhalters gemacht. Wer ist die junge Dame? Ja, das ist Fräulein Hensch, unser Büromädchen. Sie ist Auszubildende. Sie geht noch zur Schule, Berufsschule. Ja, habe ich das richtig verstanden? Sie arbeiten als Buchhalter, aber Sie sind keine. Ja, ich habe es nicht gelernt. Was haben Sie denn gelernt? Mein Vater war Offizier und da wollte er unbedingt, dass ich... Das ist sicher eine lange Geschichte. Sie haben den Toten gefunden. Sie kamen beide die Treppe rauf. Herr Winterhammer war auf der Post, nicht? Ja, ja. Und Fräulein Hensch war? Sie hat eine Anzeige aufgegeben. Also Sie haben sich beide unten getroffen? Ja. Sie kamen doch aus verschiedenen Richtungen? Ja. Und Sie trafen sich dann unten zufällig vor der Tür? Ja.
Sie kamen beide herauf und die Wohnungstür war angelehnt oder stand die weit offen? Nein, angelehnt. Ein Spalt. Dann haben Sie den Toten gefunden und haben die Polizei verständigt? Ja. Haben Sie beide auch zusammen das Büro verlassen? Ja. Wie lange waren Sie weg? Eine halbe Stunde oder eine Stunde? Nee, nein, länger als eine halbe Stunde. Ganze Stunde? Nein, nicht so lange. 50 Minuten. Was sagen Sie? Ist es auch Ihre Auffassung? 50 Minuten? Ja. Viel Geld? Ja, wahrscheinlich. Ich habe heute Morgen 12.000 Mark von der Bank abgeholt. Herr Minsch hatte mir einen Scheck gegeben. War das Geld im Geldschrank gelegt? Ja. Verschließt er ihn nicht? Ja, aber er öffnet ihn, wenn er das Geld zählt oder wenn ein Kunde kommt. Ihr Schreibtisch? Ja. Hm. Sofort Bargeld ohne viele Formalitäten, günstige Zinsen. Günstige Zinsen, was versteht man darunter? 2,5%. Pro Monat. Was? Das ist ja ein Effektivzins von ungefähr 30% im Jahr. Oho. Hat es da keinen Stunk gegeben? Doch. Haben doch. Sie eine Liste von Ihren Kunden? Ne? Hm. Ganz schöner Umsatz. Haben Sie Prozesse geführt? Ja, ist auch kein kleiner Ordner, nicht? Also, das Büro wird versiegelt. Sie bleiben bitte zu Hause. Hm? Ja, ja. Hast du die Adresse, Harry? Ja, habe ich. Hat der Minsch Angehörige? Ja, ja, er ist verheiratet. Ich habe die Telefonnummer. Hast du noch nie angerufen, ne? Nein, ich, Schröder wird das machen müssen. Du tust du mir einen Gefallen und rufst du bei Frau Minsch an, hä? Warum ich? Ja, du hast die bessere Stimme dafür. Wieso habe ich eine bessere Stimme? Es klingt bei dir nicht so grob, wenn du das sagst. Tod ist tot. Ich kann mir bei der Stimme auch keinen lebendig machen. Bitte. Bitte. Tja, die Tatwaffe ist nicht zu finden. Vermissen Sie nichts? Sehen Sie doch mal nach. Es muss ein schwerer Gegenstand sein. Hammer, irgendein Werkzeug. Ja, was ist denn? Da kommen Sie, machen Sie die Tür auf. Komm. Hier spricht die Kriminalpolizei, Frau Minsch. Ich habe Ihnen eine sehr traurige Mitteilung zu machen. Du sagst ihr, dass wir in 2 Stunden vorbeikommen, dass sie auch zu Hause ist. Jawohl. Ihr Mann ist etwas zugestoßen. Nein. Nein, nein, kein Unfall. Warum haben Sie Angst? Sie brauchen wir kommen keine in Angst etwa 2 Stunden vorbei. Sie hat immer ein wenig Angst. Soll ich Ihnen helfen? Ich kenne mich hier aus. Wissen Sie, ich habe... Sie haben Blut am Ärmel. Wieder. Ich habe versucht, ich habe gedacht, ich wollte... Mehr nicht? Was sagt sie denn? Die war komischerweise gar nicht so erschüttert. Hm? Naja, jedenfalls ist das mein Eindruck. Bitte suchen Sie einmal alle Leute heraus, die heute oder morgen oder irgendwann in den nächsten Tagen zahlen müssen. Und unterstreichen Sie die, die nach Ihrer Kenntnis schwierig sind. Oder aggressiv. Es können auch frühere Kunden sein. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Oh.
Zeugen Sie an? Hat er wirklich verstanden? Sie wundern sich vielleicht, dass ich nicht in Tränen aufgelöst bin. Meine Ehe war nicht besonders. Ich sage es Ihnen gleich, denn es ist bekannt. Ich will nicht sagen stadtbekannt, aber weithin bekannt. Sie verstanden sich nicht mit Ihrem Mann, Frau Mensch. Wie kann man sich mit einem Mann verstehen, der ein Geldschrank ist und nur Geschäfte im Kopf hat? Mama? Meine Mutter. Und mit mir einer Meinung, was meinen Mann angeht. Mama, das ist die Polizei. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Ich komme gerade zurück und höre, mein Schwiegersohn ist erschlagen worden. Na, wie ist das möglich? Dieser kräftige Mann, und dass dieser Mann kräftig war und keinen Spaß verstanden hat, das hat er hier oft genug bewiesen. Er hat sich nicht gewehrt? Nein, der Schlag kam von hinten. Von hinten? Was ich für unwahrscheinlich halte. Dieser Mann soll jemanden den Rücken zugekehrt haben? Sie haben keine Spur vom Mörder? Nein, bis jetzt noch nicht. Unsere Frage, ob und wie Sie uns helfen können. Wissen Sie, ob Ihr Mann besondere Feinde hatte? Besondere Feinde? Er hatte zahllose Feinde. Wissen Sie, dass man hier schon die Scheiben eingeschlagen hat? Und wie oft das Telefon ging und anonyme Anrufer uns bedroht haben? Auch in der letzten Zeit. Gestern? Heute? Gestern nicht. Heute? Mama, heute, das kann ich nämlich nicht sagen. Ich war heute Morgen beim Friseur, wie Sie sehen. Sie können keine Angaben machen über die Anrufer oder die Leute, die an der Tür waren oder die die Steine hier durch die Scheiben geworfen haben? Die haben sich uns nicht vorgestellt. Was haben die Leute gesagt am Telefon oder draußen vor der Tür? Das Wort Halsabschneider haben sie am meisten gebraucht. Wogegen nichts zu sagen wäre. Denn er war einer. Ist der Klein schon im Haus? Noch nicht. Noch nicht. Ja. Entschuldige bitte. Danke. Da werden wir eine Menge zu tun haben bei so vielen Namen. Ja, na komm, lad die alle vor. Ja? Ja. Besten Dank, Herr Winterhammer. Bitte sehr. Tja, es sieht ja nun so aus, als haben Sie Ihre Stellung verloren. Ja. Es wird schwer sein, eine neue zu finden. Ja, wahrscheinlich. Sind Sie verheiratet? Nein, nein, ich... Geschieden? Nicht einmal das. Zu einer Ehe hat es nie gereicht. Ja, das verstehe ich sehr gut. Bring Herrn Winterhammer bitte nach Hause. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Winterhammer. Die Tasche. So. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber das ist wirklich nicht nötig. Ich kann auch mit der U-Bahn. Nein, nein, ich bringe sie. Vielen Dank. Ja, bitte. Es wär aber nicht nötig gewesen.
Ich hoffe, ich habe Ihre Zeit nicht zu sehr. Nein, ist in Ordnung. Wiedersehen. Wiederschauen. Ich habe den Winterhammer zu Hause abgesetzt, aber ich sollte dir noch Folgendes sagen. Vor dem Haus traf er diese Bürokraft, dieses junge Mädchen, diesen Lehrling. Ah, und? Und? Naja, sie umarmte ihn und ging Arm in Arm mit ihm ins Haus. Und? Ist daran was Besonderes? Na, ich erwähne es nur, um keinen Fehler zu machen. Hast du das Personalblatt? Ja, selbstverständlich. Aha. Nach allem, was Winterhammer sagt, da war Münch ein sehr vorsichtiger, ein sehr misstrauischer Mann. Er war immer auf der Hut. Aber plötzlich kriegt er eins über den Schädel. Nicht von vorn, von hinten. Also muss er den Mörder doch gut gekannt haben. Denkst du an Winterhammer selber? Winterhammer und das Mädchen. Wie heißt die eigentlich? Hensch, Hilde Hensch. Sie haben zusammen das Haus verlassen. Ja, sagen Sie, das muss ja nicht stimmen. Ich meine, die beiden haben so ein gutes Verhältnis, die können doch sagen, was sie wollen. Also nun mal was Näheres über das Mädchen, komm. Also Hilde Hensch, 17 Jahre geboren in Erlangen, Mutter Kellnerin, unehelich, bei Pflegeeltern aufgewachsen. Das Wort Pflegeeltern kommt mehrfach vor. Wahrscheinlich ist sie überall rausgeflogen. Und dann noch zwei Jugendstrafen, Eigentumsdelikte. Was du nicht sagst. Mhm. Also die beiden kommen zurück, der eine vom Postamt und die andere von der Zeitung. Und die treffen sich zufällig vor der Tür. Und gehen beide gemeinsam hinauf. Tja, wenn man es so sieht. Aber ich glaub's nicht. Schließlich muss ja Menschenkenntnis in unserem Beruf auch ein bisschen noch was wert sein. Aber eine Frau, die erleichtert ist, wenn sie hört, dass ihr Mann erschlagen wurde. Ja? Die möchte ich mir schon gerne mal anschauen. Ist da ein Fest im Gang? Sieht so aus. Und der Mann liegt mit eingeschlagenem Schädel im Leichenschauhaus? Noch nicht die feine Art? Nee. Al mar, es mecum de mi corazón. Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo. ¿Qué hablas, Jürgen? No te puedo hallar. Polizisten sind wieder da. Guten Abend. Was wollen Sie denn? Kollege Derek. Das freut mich aber. Guten Abend. Feiern Sie den Tod Ihres Mannes? Was ich hier feiere, ob ich es feiere. Und wie ich es feiere, das geht Sie nichts an. Aber bitte, bitte, kommen Sie doch weiter, ich bin doch nicht so. Diese späten Gäste sind Polizisten. Und das sind meine Freunde. Weniger von meinem Mann, aber alle kannten ihn. Und sie finden es richtig, mit mir heute ein Glas zu trinken. Haben Sie vergessen, mir heute Nachmittag Fragen zu stellen? Würden Sie mir bitte Ihre Freunde vorstellen? Bitte, bitte. Mit dem größten Vergnügen. Das ist meine Mutter. Mama, diesen Herrn kennst du.
Und das ist Herr Derrick. Guten Abend. Warum kommen Sie noch einmal? Und so spät am Abend? Sie sehen doch, dass wir mit Freunden zusammen sind. Das sind alles unsere Freunde. Es tut mir sehr leid. Ich glaube nicht, dass Ihnen irgendetwas leid tut. Da sehen Sie mal, wie man sich irren kann. Ach, Sie sind doch Rechtsanwalt, Doktor. Darf die Polizei eigentlich nachts erscheinen und Verhöre durchführen? Ja, wenn ein besonderer Anlass vorliegt, ein akuter Anlass, was ja durchaus möglich ist. So ein Anlass liegt sicher vor. Wie ist Ihr Name? Dr. Zogel. Ja, ja, der Anlass liegt vor. Immerhin ist der Ehemann Ihrer Gastgeberin heute Mittag erschlagen worden. Anlass genug? Ach, spielen Sie sich nicht auf. Es gefällt Ihnen nicht, dass hier Musik gespielt wird. Sie nehmen moralische Wertungen vor. Ja, das finde ich auch. Man sieht, dass Sie entrüstet sind. Dazu haben Sie kein Recht. Sie kennen die Verhältnisse nicht. Dann helfen Sie mir, Sie kennenzulernen. Es ist weder der richtige Ort, noch die richtige Zeit. Das finde ich auch. Nun mal in aller Ruhe. Wir wissen ja noch gar nicht, was die Herren wollen. Ich will Ihren Namen wissen. Sie alle kannten Herrn Minsch, seinen Beruf. Sie wussten von seiner Tätigkeit, Sie kannten seine Verhältnisse. Also gut, ich werde Sie morgen vorladen lassen, da Ihnen Ort und Zeit hier offenbar nicht passen. Moment. Kann ich Sie allein sprechen? Aber gerne. Alle Namen, Harry. Alle Adressen. Sind Sie sein Anwalt? Nein, nein, um Himmels Willen. Bekannter. Rechtsanwalt eines Wucherers? Am besten Dank. Ein wenig halte ich noch was von meinem Beruf. Nein, ich will nur sagen, überbewerten Sie das nicht, wenn Frau Minsch heute die Tasten hebt, sich ein wenig volllaufen lässt. Die Frau hat ein Martyrium hinter sich. Jetzt sehen Sie mal meine Situation, Dr. Zogel. Ein Mann ist erschlagen. Die Ehefrau, die zeigt keine übermäßige Trauer. Sie lädt Freunde ein, sie gibt ein Fest. Sie zeigt ganz offen ihre Erleichterung. Und ich frage mich natürlich, wer hat den Mann umgebracht? Aber jetzt gehen Sie zu weit. Ja, nehmen Sie denn an, dass Frau Minsch? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Warum eigentlich nicht? Ich wiederhole, warum nicht? Hören Sie, ich weigere mich, das mitzumachen. Wozu wollen Sie meinen Namen? Also gib ihm schon. Wir werden uns beschweren. Darauf können Sie sich verlassen. Und die Musik stellen wir jetzt auch wieder an. Jawohl. Wir werden uns beschweren. Darf ich Sie zur Tür begleiten? Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, al mar, al mar, espejón de mi corazón. Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado. Hilde, komm doch mal. Ist die neu? Ganz neu. Komm, setz dich mal hier hin, damit du sie ausprobierst. Wenn sie dir nicht gefällt, kann ich sie auch zurückbringen. Für mich? Für wen denn sonst? Damit du übst. Damit du was lernst. Du hast ja nie was gelernt. Du hast ja nie Zeit gehabt, was zu lernen. Und dazu braucht man eine eigene Maschine, damit man vertraut damit wird. Warte, ich hol mal ein Stück Papier. So.
Alles, was neu ist, dreht sich gut. So. So, nun schreib mal was. Was soll ich denn schreiben? Irgendwas. So, jetzt mal ein Diktat. Sehr geehrter Herr, zu unserem Bedauern müssen wir feststellen, dass Sie mit Ihren Zahlungen wiederum in Rückstand geblieben sind. Warum hörst du auf? Was ist denn los? Wir müssen doch jetzt sehen, dass wir vorwärts kommen. Du und ich, wir beide, wir müssen doch sehen, dass... Mach lieber das Frühstück. Frühstück. Schnell, geh nach oben und rühr dich nicht. Guten Morgen, Herr Windhammer. Guten Morgen. Wir stören sicher, es ist noch sehr früh. Nein, nein. Entschuldigen Sie. Können wir reinkommen, ja? Ja, bitte. Ich sehe, Sie wollen frühstücken. Ich höre nur sehr ungern an Frühstück. Das ist auch für mich die wichtigste Stunde am Tag, wissen Sie. Guten Morgen. Man hat noch ein paar Fragen an dich. Vielleicht ziehst du dir was an. Ja. Wem gehört denn die Maschine hier? Sie muss lernen zu schreiben. Sie macht noch so viele Fehler. Mhm. Haben Sie hier die gekauft? Ja. Wie lange wohnt sie schon hier? Seit 4 Wochen. Sie ist polizeilich gemeldet. Sie wusste nicht, wohin. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn es dir nichts ausmacht, dann kannst du bei mir wohnen, bis du was findest. Ich meine, bis du eine Stellung findest und dann... Kannst du dir selbst ein Zimmer suchen? Wir haben Ihr Personalblatt gesehen. Personalblatt? Ja. Sie hat ein paar Vorstrafen. Das sind Jugendstrafen. Das sind keine Vorstrafen im normalen Sinne. Das sind ganz, ganz kleine, ganz harmlose Sachen. Sie ist viel zu hart, viel zu streng bestraft worden. Sie ist ein gutes Mädchen. Ein sehr gutes Mädchen. Sie will etwas lernen. Und ich helfe ihr dabei. Und ich sorge dafür, dass sie nicht wieder in schlechte Gesellschaft gerät. War sie das? Ja. Das war sie. Und die Leute, es sind junge Leute, sind noch immer hinter ihr her. Und lassen sie nicht in Ruhe. Aber sie will nichts anderes, als dass man sie in Ruhe lässt. Mhm. Ja, wir möchten gerne mit Ihnen über Herrn und Frau Minch sprechen. Kennen Sie Frau Minch? Ja, ich kenne sie. Ja, wir waren nämlich gestern Abend bei ihr. Sie hatte ein paar Gäste. Das sah so aus, als würde ein Fest gefeiert. Es war eigentlich mehr eine Fehde, wissen Sie. Wurde furchtbar viel getrunken, laute Musik und so. Ja, das ist eine arme Frau.
Wieso arme Frau? Ja, wenn sie den Tod ihres Mannes auf diese Weise begeht, dann kann man doch sagen, das ist eine arme Frau. Ja, das kann man sagen, natürlich. Hier haben wir die Gästeliste. Ich lese sie Ihnen mal vor. Also, das ist Dr. Zogel. Kennen Sie den? Das ist ein Anwalt. Also, wenn Sie irgendwas zu den Personen sagen können, dann tun Sie es bitte. Herr und Frau Milz? Das sind gute Freunde, die haben ein Fruchtgeschäft. Joachim Ziemann? Kennen Sie ihn? Nein, nein. Sie hören doch, was ich sage. Aber Sie kennen ihn doch. Er war ein paar Mal im Büro, aber was er ist, was er macht, keine Ahnung. Sie wollten frühstücken, ja? Tun Sie es. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Danke. Ich gehe mit. Ja, danke. Bitte. Hier. Sie sind weg. Jetzt frühstücken wir erstmal. Hast du das Wasser aufgesehen? Du brauchst keine Angst zu haben. Der scheint mir seinen zweiten Liebesfrühling zu erleben, hä? Ja, sieht so aus. Als er den Namen Ziemann hörte, blieb ihm fast die Luft weg. Joachim Ziemann, ja. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, wo finde ich Herrn Ziemann? Herr Ziemann, unser Englischlehrer. His lesson is just over. He's in the language laboratory. Thank you, sir. Guten Tag, Herr Ziemann. Darf ich fragen, was Sie wollen? Ganz offen mit Ihnen sprechen. Bitte? Unser Besuch gestern Abend bei Frau Minch, der hat uns, also ehrlich gesagt, wir waren ziemlich irritiert. Irritiert? Ich verstehe nicht. Na, hören Sie, da wird mittags der Mann erschlagen. Und abends gibt die Ehefrau ein Fest. Ein Freudenfest. Warum kommen Sie nicht raus mit der Sprache? Sie wissen doch schon längst, dass ich mit Frau Minch befreundet bin. Sind Sie? Wenn Sie so wollen, ja. Aber glauben Sie nicht, dass das Herrn Minch besonders gestört hätte? Hat es nicht, hm? Sie kennen den, ich meine, Sie kannten den Mann nicht. Er hat niemals normal reagiert. Er kam zu mir und sagte, ich habe nichts dagegen. Für einen Mann ist die Frau ohnehin viel zu anstrengend. Und wollte einen Whisky mit mir trinken. Na, solche Verhältnisse gibt es eben. Die Frage ist nur, was Sie für Schlüsse daraus ziehen. Wo waren Sie gestern Mittag? Können Sie mich genauer fragen? Hatten Sie einen Autounfall? Wusste ich es. Ich wusste, dass Sie damit kommen werden. Gestern Abend habe ich das schon gewusst. Wenn ich es Ihnen sage, werden Sie sofort glauben, ich hätte ihn umgebracht. Haben Sie nicht. Fragen Sie mich das im Ernst? Ja. Nein! Verzeihung. Wieso denn? Ist Ihr gutes Recht, Nein zu sagen. So wie es unser gutes Recht ist, Sie zu fragen. Kennen Sie Herrn Winterhammer, den Buchhalter von Herrn Mensch? Kennen Sie ihn? Ja. Kennen Sie ihn näher? Näher? Was verstehen Sie unter näher? Der Mann sitzt doch nur da und tut kaum den Mund auf. Mehr Worte als guten Tag und auf Wiedersehen habe ich nie mit ihm gewechselt. Denken Sie mal nach, da muss es noch mehr geben. Sagt er das? Nein. Er gerät nur in höchste Erregung, wenn Ihr Name fällt. Nein, ich kenne den Mann nur sehr oberflächlich. Ich wiederhole jetzt meine Frage, wo waren Sie gestern Mittag? Wann gestern Mittag? Zwischen 11 und 12. Da habe ich zu Mittag gegessen. Mit Frau Minch? Nein, nicht mit Frau Minch. Mit Ihrer Mutter. Reicht Ihnen das? Na also, bitte schon. Ach nein. Ja.
Guten Tag, Frau Hecker. Laufen Sie immer in der ganzen Stadt herum und suchen Ihren Mörder? Notfalls auch das, ja. Wollen Sie zur Ziemann? Was dagegen? Wir essen öfter zusammen. Waren Sie bei ihm? Haben Sie ihm wieder Ihre idiotischen Fragen gestellt? Ja, also meine Fragen sind selten originell, aber ich glaube, jetzt habe ich eine. Wollen wir zusammen essen gehen? Ohne Herrn Ziemann. Wenn eine Frau bei ihrem Mann nichts anderes geboten kriegt als Streit, Ärger und Prügel, als sie wohl das Recht, einen Freund anzuschaffen. Hm? Nein, danke. Was sagte denn Minch dazu? Sie werden sich wundern. Es war ihm gleichgültig. Er hatte nichts dagegen? Nein. Er lud ihn zu sich nach Hause ein, trank Whisky mit ihm, klopft ihn auf die Schulter und sagte, jede Frau ist eine Hure. Machen wir uns nichts daraus. Oh. Das ist ein ungewöhnlicher Standpunkt. Danke. Ach, wissen Sie, ich sage Ihnen das nur, damit Sie Ziemann von der Liste Ihrer Verdächtigen streichen. Er hat Herrn Minch nicht getötet. Er hatte keinen Grund. Er bekam alles, was er wollte. Es wurde ihm nichts verwehrt. Kennen Sie den Buchhalter Ihres Schwiegersohns? Hinterhammer? Den meine ich. Ja, ja, natürlich kenne ich den. Wieso, was ist mit ihm? Ja, wissen Sie, der hat den Toten zuerst entdeckt. Sagen Sie mal, verdächtigen Sie jeden, der Ihnen in die Quere kommt? Dieser traurige Mensch, diese armselige Figur, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe meinen Schwiegersohn mal gefragt, sag mal, warum hast du diesen Menschen eigentlich angestellt? Da hat er gesagt, ich brauche jemanden, den ich in den Hintern treten kann. Prost. Prost. Ich weiß nicht. Pack doch mal aus. Ich hab mir gedacht, wir müssen uns jetzt eine neue Stellung suchen. Du auch. Du besonders. Und wenn man sich vorstellt, dann muss man auch nach was aussehen. Das ist sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, wenn es dir nicht gefällt, ich habe das nur auf Verdacht gekauft. Ich wusste ja auch deine Größe nicht. Also, wenn es nicht passt, dann können wir das jederzeit wieder umtauschen. Hey, das ist das erste Mal, dass mir jemand ein Kleid schenkt. Ja. Das allererste. Ob es denn passt? Ja, dreh dich um, ich zieh's mal an. Na? Ich kenne ja nicht deinen Geschmack. Los, geh nach oben. Ich mach nicht auf. Wir sind nicht da. Hallo, Opa. Wo ist sie? Sie ist nicht da. Mach keinen Ärger, Opa. Ich weiß, dass sie hier ist. Sie wohnt da. Nein, ich wohne hier.
Ziehst du das an? Oder zieht sie das an? Du, der rührt sich ja noch. Dann gib ihm eins auf die 12. Fass sie nicht an! Ich komm ja mit. Derek? Ja, ich höre, Herr Windhammer. Was ist denn passiert? Ja, gut. Vor dem Lokal, ja. Um 8 Uhr. Sie sind da unten drin. Helfen Sie mir, sie rauszuholen. Ja, sind Sie sicher, dass Sie gegen Ihren Willen... Ich meine, wird sie da festhalten. Was denken Sie denn? Sie will nichts mehr mit den Leuten zu tun haben. Kriminalpolizei. Du Schwein, du! Du dreckiges Schwein! Harry, die Notarzt! Vielen Dank, dass Sie mir, ich meine, dass Sie uns geholfen haben. Können wir noch mit reinkommen? Ja, ja. Sie sollte sich hinlegen. Vorsicht, Putner. So. Du hast gehört, was der Arzt gesagt hat. In ein paar Wochen ist nichts mehr zu sehen. Bleib ganz ruhig liegen. Ganz ruhig. Ich weiß, es tut weh. Schmerzen gehen vorbei. Ich komme gleich wieder. Es dauert nicht lange.
Herr Winterhammer, wir werden jetzt ganz offen miteinander reden. Sie haben dem Mädchen eine Schreibmaschine gekauft, Sie haben Kleider gekauft. Einen Tag, nachdem Sie Ihre Stellung verloren haben. Ich frage mich natürlich, woher Sie das Geld haben. Wollen Sie es mir sagen? Oh, ich erreiche jetzt den Staatsanwalt nicht mehr. Aber gleich morgen werde ich mir die Genehmigung geben lassen, Ihre Wohnung durchsuchen zu dürfen. Wollen Sie mir die Genehmigung nicht jetzt, gleich geben? Wonach suchen Sie denn? Wo haben Sie das Geld? Harry? Sind's ungefähr 12.000? Ungefähr. Abzüglich 982. Kommen Sie, setzen Sie sich. Haben Sie irgendwo einen Schnaps? Wie? Ja, da muss einer sein, irgendwo in der Küche. Das war so. Wir gingen beide zusammen aus dem Haus. Ja, und das Bier? Das hole ich, das habe ich doch gesagt. Okay. Hilde ging zur Zeitung, um die Anzeige aufzugeben, und ich musste Bier holen und zur Post. Ich war schon vor der Post. Da merkte ich, dass ich die Briefe vergessen hatte. Ich ging zurück, sie zu holen. Herr Mensch? Dieser Mann hat seinen Tod verdient. Und wenn Sie schweigen, es wird Ihr Schaden nicht sein. Das Geld hier, alles, was hier liegt, was er hier hat, es gehört Ihnen. Nehmen Sie es. Nehmen Sie es mit. Sie haben nichts gesehen. Gar nichts. Ich habe das Geld genommen. Ja, schmeckt's dir? Bleib sitzen. Sie stören beim Essen. Das tut mir sehr leid, aber ich muss stören. Mit welcher Begründung? Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Was haben Sie mir vorzuwerfen? Ihren Schwiegersohn getötet zu haben. Mama, Mama, das ist Unsinn. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ja, aber Mama, ich sage dir, du sollst nicht auf diesen Unsinn hören. Woher haben Sie denn Ihre Weisheit? Herr Winterhammer hat ein Geständnis abgelegt. Ein Geständnis abgelegt, Herr Winterhammer? Ja, dass er dabei war als Zeuge, als Augenzeuge, wie Sie Herrn Minch umgebracht haben. Und Sie waren auch dabei, nicht? Das sagt Herr Winterhammer? Ja, das sagt Herr Winterhammer. Und er sagt, dass er von Ihnen Geld bekommen hat, dafür, dass er schweigt. Geld bekommen? Hat er das Geld? Ja, er hat's. Haben Sie es gesehen? Ich hab's gesehen.
Wie viel? Ungefähr 12.000. Und er sagt, ich habe ihm das Geld gegeben? Sagen Sie, was das glauben Sie? Sind Sie so naiv? Der Mann, der das Geld hat, das ist auch der Mörder. Das ist doch ganz logisch. Das würde jedes Gericht logisch finden. Der Mann versucht jetzt, seinen Kopf zu retten, mit Anschuldigungen, für die es keinen Beweis gibt. Doch. Was soll das heißen? Es gibt einen Beweis. Beweis? Einen Zeugen. Nein, nein. Ich meine nicht Herrn Ziemann. Diesen Stock meine ich. So gut können Sie ihn gar nicht gesäubert haben. Und außerdem ein kleines Stückchen Holz ist abgebrochen mit Spuren von Blut, das identisch ist mit der Blutgruppe von Herrn Minch.